Ja, nicht genug Rohstoff, ja. Ja. Achso, das ist. Los, hol trinken. Ja, da muss ich aber eine Pause machen. Warte, sind die automatisch gerade da gespawnt? Witzig. Plopp, sind gerade fertig geworden, ne? Manche sind größer und haben trotzdem gleich viel. Hier, warte mal, hier? Nee, da. Dekoration, Wohnqualität, ja. Ich kann eure Wohnqualität noch nicht mal verbessern, ne? Doch, kann ich. Oh. Ich könnte eine Hütte daraus machen. War mal 2 für 3. Ich würde Platz verlieren, actually. Wir hätten eine Hütte bauen sollen. Ja. Na, warte mal, Moment mal. Das sind 1x2. 2x2, 2x3. 3x3 für 5. Oje. Haben wir hier irgendwann eine ganze Siedlung. Ja, muss ich aber dann. Die Dinge kommen ja dann dazwischen wieder. Da muss ich eigentlich alle Wohnungen abreißen. Da muss ich euch kurz obdachlos machen, Leute. Ups. Ja, doof gelaufen dann, ne? Alles nicht so geil. So, was hier? 10 Steine mitgebracht. So. Wunderbar. Dann los. Sofort. Sobald das da oben fertig ist, ey, geht's nur noch von da los, damit es schneller geht. Weil das ist ja doppelter Weg da. Das geht schneller. Dann machen wir auch einen Weg hier hoch. Das Lager wird ja größer. Das abreißen, 2 Lager übereinander. Da müssten wir Lager forschen. Was forschen wir jetzt gerade? Ich hab's schon wieder vergessen. Den Meerwassersammler. Der. Ach ja, der bringt mich zur Fischerei. In 3 Tagen Bedürfnisse ansteigen. Könnt ihr mal aufhören, also Bedürfnisse zu erhöhen? Reicht bis Tag 38, ja. Täglicher Verbrauch 42. So, wir haben 112 einfache Mahlzeiten. Das sind die hier, ne? Ja. Inzwischen dann futtert ihr noch die Rohnahrung, weil ihr doof seid. Kann ich die euch eigentlich verbieten? Die Rübe ist verboten. So, wenn ich die verbiete, dann werdet ihr unglücklicher. Weil die Nahrungsvielfalt dadurch sinkt, ne? Aber die Rüben, die Rüben sag ich schon, die, die Beeren würden hochgehen als Lagerbestand. Zwar langsam, aber ein bisschen wenigstens. Wir können hier 150 lagern. Stimmt, ich wollte hier eigentlich noch ein neues Silo hinbauen. Was brauchen wir denn? Ach, wir haben kein Holz mehr, ne? Ach Gott, ey. Check. Hup. Hup. Ah, mal um 1 steigern. Die Wichtigkeit. Naja.
Platten gingen jetzt actually. Wann wurde denn der noch nicht gemacht? Der zerfällt bald. Hallo? Der ist doch auf 3. Dann haben wir dich auf 2. Wird der dann vorher gemacht, endlich? Hilfst du dahin bitte? Das sind nur die 2 Arbeiter. Oh Gott, irgendwo ein Dorf endlich mal. Bergwerk. Ey, vorhin waren da so viele Siedlungen, da hatten wir aber noch keine Kundschaft. Da. Mist, ey. Wirklich Mist. Naja. Oh, falls. Oh, die können das Dorf verlassen? Oh. Da muss ich jetzt also wirklich gucken, dass das alles passt. Nahrungsmittelqualität, ja, die Wohnqualität müssen wir halt erhöhen, ne? Der durchschnittliche Dekorationswert der Häuser aller Dorfbewohner. Hm. So. Aber die Häuser sind doch alle hier. Warte, wenn ich noch ein Deko-Element hinpacken würde, würde ja nichts passieren. Guck mal. Die sind doch alle schon auf Max quasi. Actually, lass mal. Gut, dass ihr das nicht gebaut habt. Du hast Hunger. Holt uns der Wegen ein. Was ist immer noch voll? Kräuter gehen stückweise hoch, das ist gut. Ah, ist doch schön. Da ist der Wegen. Hello. So, Luftfeuchtigkeit hoch. Es regnet. Wie kann es denn dann nur feucht sein? Nur 4 von 5. Warum ist es eigentlich immer kalt? Ja, es wird ja irgendwie eh keiner krank, von daher. Von daher ist eigentlich alles okay. Naja, schön. 4 Bären. Ja, die Bären gehen wirklich super langsam hoch. Ah. Was ist das denn? Eisenerz. Cool, wir haben Eisenerz. Ja, aber ihr halt hier noch 100.000 Sachen holen müsst. Oh Gott. Ach, da sind die Eisenerz. Ich dachte, wir haben nichts zurückgebracht. Ah, da. 6 Eisenerz. Okay. Habe ich entweder nicht mitbekommen oder schon wieder vergessen. Das ist das letzte Holzbrett. Gott sei Dank. Dann muss ich nur den dicht machen, den Laden. Sobald der da gebaut ist. Ja, warte, dann machen wir. Dann geht denn das es nicht. Wie geht Prio-Werkzeug nochmal? Nee. Das dann? Das ist einfach alles an hier. Weg braucht ja zum Glück nichts. Ist er wieder da, das ist okay. Baut das mal fertig.
Naja, es hat nicht funktioniert. Ach, wirklich, muss ich die jetzt alle... Eins... Oh, nein. Oh, nein. Alles reparieren. So, warte. Ja. Hier zwei raus. Und da zwei rein. Da fehlt aber einer. Ich habe doch gerade zwei hier rausgenommen. War hier gesperrt. Wo ist denn der andere jetzt hingegangen? Der ist irgendwo hingegangen, wo er nicht hingehen hat sollen. Scheiße, wo ist der? Wo hat der jetzt als Arbeiten angefangen? Oh, nee. Was zu erzeugen? Hier, Fischerei. Ah ja, der Mistsammler. Warte, Mistsammler. Hä? Verschmutzung wert. Ja, der Mist muss man ja hinten sammeln, ne? Ja, geht auch nur hinten. Gut. Hätten wir das geklärt. Aber in dem Radius wird Mist... Okay. Okay. Dann müssen wir ja... das hier alles wegnehmen, ne? Hier weg. So, das ist alles. So. Hat nicht funktioniert. Toll. Muss halt alles vorher gemacht werden. Fortpflanzung. Also die werden wirklich mehr. Gott. Toll. Diese Ballons, die da dranhängen, wenn die noch eine andere Farbe hätten, damit man erkennt, oh, das hat schon Prio XY. Das wäre noch schön. Okay, der ist genau. So, wo ist denn der andere jetzt? Bau ein Futterkatapult. Ach scheiße, das ist immer noch nicht gebaut. Ah. Ach nein, das... Ach Gott. Ich mach schon wieder 10 Sachen gleichzeitig. Warum liegst du hier rum? Ach, fuck. Mist. That is... Ah, perfekt. Ja, scheiße. Siedlungsruinen. Mist, Stein, Bruch. 19 Stunden, 11 Stunden dahin. Zack.
So, das kann man dann danach machen. So, Futterkatapult ist auf Stufe 2. Ach, Mann. Steinplatte. Nee. Oh. Nein, das mal so. Das ist eigentlich einfacher. Ach Mann. Ellie braucht auch ein Futterkatapult für Dave. Ich kann Pause machen, ne? Wäre eine Idee. Warum ist der übersehen worden? Okay. Warum wird das nicht in Reihe gemacht? Ach Gott. Der da auch noch. Warum liegt denn hier noch Holz rum? Please? Ich brauche mehr Arbeiter. Da vorne sind Nomaden. Oh, er hat sich zum Glück richtig entschieden. Was? Ein eingeschlossenes Bergwerk. Kaum haben deine Kundschafter die Mine betreten, beginnt der Boden zu beben. Riesige Felsblöcke fallen von der Decke und blockieren den Ausgang. Vertrauen darauf, dass sie einen Ausweg finden werden. Ja. Jeder schnappt sich einen Halt von Ressourcen und läuft tiefer in das Tunnelsystem hinein. Zum Glück finden sie einen anderen Ausgang. Das wusste ich doch. Oh, was ist das? Düne. Das ist nur knapp sichtlich. Ja, sichtlich. So, Siedlung zu ihnen. Da finden wir wieder Brot. Uraltes Brot. Nice. Wir brauchen dringend mehr Arbeiter. Vor allem, weil da ja dann auch noch jemand reinkommt. Was ist das? Also, ja, das ist gelockt. Genau, das soll einfach nur jetzt, hier ausgelagert werden. Kann ich Ihnen das sagen? Hornbläser, ja, gerade hat ein Dorfarzt, haben wir. Mal gucken. Oh, warte mal, das ist jetzt eine Wüste. Oh. Da könnte es jetzt sein, dass wir anderes Essen brauchen, ne? Das ist sehr hitzebeständig. Wächst aber langsamer. Sind sehr hitzebeständig, wachsen schnell. Benötigen dafür viel Wasser. Ah, können wir eh nicht. Wissensstufe. Mais haben wir schon erforscht. Gott sei Dank. Weil da vorne kommt unser Hitzegebiet jetzt. Da müssen wir dann die Küche umstellen, actually. Okay. Cool. Warte mal. Weißt du, wenn da so eine Wüste vor einem ist, denkt man natürlich auf einmal so, noch ein Wassertank könnte ja nicht schaden, ne? Actually, so ein Wassertank könnte ja nicht schaden, ne? Es ist eine Wüste. So, der hat Prio 3 jetzt. Was ist das? Frische Luft, frei von Giftstoffen.
war das bisher nicht der Fall. Ihr solltet das nicht von dem Schlafplatz. So. Oh, ich habe aber noch keinen Schlafbefehl. Aber er macht das von alleine. Von daher, wir müssen uns um seinen Hunger nur langsam mal kümmern, ne? Okay, dann haben wir aber noch Zeit gewonnen dadurch. Also okay. Gut. Was machst denn du jetzt eigentlich? Er geht zum Lager und holt sich Essen. Mhm. Also okay. Moment, warte, bis die Bedürfnisse deiner Dorfbewohner steigen. Mhm. Anbau füttern. Ja, ich hab noch nicht einmal Wissen bekommen. Das ist alles. Wir sind ja wirklich doof, ne? Scheiße. Habe ich die auf 1 gesetzt? Ne, auf 2 sogar. Okay, so. Wie kann ich hier was ableiten? Da. Oh. Das bitte auf 3. Dekonstruktion. Wichtig. Na ja, gut, der Weg ist auch wichtig. Keiner. Wir haben doch eigentlich ein hübsches Dörfchen hier. 21 Leute leben hier. Überleben vor allem sehr gut. Das ist doch schön. Keine Fütterungspumpe. Nö, so weit bauen wir auch nicht. Ein Dorfplatz, Gemeinschaftsplatz. Und wo Arzt brauchen wir nicht. Wir spielen ja auf Tutorial gerade. So, das ist der letzte. Ich schlage in die Luft. Und baue dadurch einen Weg am Boden. Ah, super. Hallo, Malf. Wunderschönen guten Morgen. Es wird immer früher. 2:55 Uhr. Und 2:54 Uhr hat er sogar die Nachricht schon geschrieben. Was ist denn los? Sag mal, Jung. Eieiei. Alles gut mit dir? Und wenn ich die Dekonstruktion abbreche, den Wassertank jetzt trotzdem einfach drüber setze und auf Stufe 3 mache. Macht ihr dann den Weg selber kaputt? Ja, ne? Weil das eine Eck habt ihr ja auch kaputt gemacht. Oh, guck mal. Die kommen gerade zurück. Oh, das sieht man dadurch sogar, dass die zurückkommen. Cool. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Zack. Und gelandet. Oh. Siedler. Ja, ja, ja. Wir nehmen die Siedler auf. 2 hungrige Menschen warten im Dorf, Boy. Das ist okay. Ihr dürft gerne hungrig sein. So, mach mir die Dünen noch, die gehen schnell. Mal, wie geht's dir? Und dann da noch. Oh, was ist da? Kurze Hitzewelle. Oh, da müssen wir dann schnell durch. Onbo musste mal. Oh, ist Onbo wach? Ja, guten Morgen, Thaddäus. Ich find's gemein, dass immer noch Onbo da steht, obwohl wir ihn Thaddäus getauft haben. Von alleine wach geworden. Für 15 Minuten nochmal einzuschlafen wäre nicht gut gewesen. Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir denn? Mir geht's warm. Ja,
Ich habe sogar unterm Tisch einen Ventilator, der mir schön in den Schritt und auf die Knie bläst. Aber ansonsten ganz gut. Das ist, ich habe hier ein sehr schönes Spiel heute gefunden. Ich finde es schade, dass ich es nicht schon früher gespielt habe, weil es ist im Game Pass, aber eben nur noch 6 Tage. Was bedeutet... Erforsche den Dorfplatz, baue einen Dorfplatz, organisiere ein gemütliches Beisammensein. Kosename für Herbsti? Ja, Thaddäus. weil ich so gerne auf ihr reite, weißt du? Deswegen. Oh Gott. Der würde gar nicht funktionieren, sie hätte einen kaputten Rücken. Wir haben gerade noch genug Betten. Können wir den das mal bitte priorisieren hier? Ich dachte eigentlich an Ventilator. Ach so. Oh. Okay. Ja, ne. Die Hitze. Guck mal, die Hitze lässt mich schon nicht mehr klar denken für solche Gags. So, warte mal. Jetzt haben wir ja neue Leute bekommen. Wir haben noch 2 neue Leute bekommen. Warum sind die nicht hier? Hä? Es sind doch 2 neue Leute beigetreten. Warum kann ich die nicht direkt einstellen? Wo sind die denn abgeblieben? Die müssten hier sein. Hä? Guck mal, das Spiel sagt, die müssten da sein. Ah, jetzt? Oh, was? Denk schnell! Oh Gott. Nach einer langen Wanderung kommt die Gruppe an einer schlammigen Stelle in der Wüste vorbei. Ein mutiger Kundschafter will sich die Stelle genauer ansehen und inspiziert sie. Sekunden später steht er knietief im Treibsand. Keine Zeit verlieren, wir müssen schnell helfen. Es ist zu gefährlich hinzugehen. Der Rest der Gruppe soll versuchen, einen Freund herauszuziehen. Gibt nichts, was wir tun können. Das da. Nach einer Weile finden sie einen langen Ast, aber es ist bereits zu spät. Oh nein, mir ist ein Arbeiter gestorben. Fuck. Ich hab 20, aber 22. Ist mir jetzt wirklich hier einer? Jetzt fehlt mir da einer. Suche Arbeiter. Scheißspiel! Hatte ich gerade neue Arbeiter. Es kann doch nicht sein. Nein. Aber du hast einen langen Ast bekommen. Yay. Das seid ihr verziehen. Zum Glück ist heute wieder weniger warm. Weniger warm. Hä? Erst zum Wochenende wird es bei uns kühler. Es wird sogar, glaube ich, noch wärmer heute. Gestern war es schon 32 Grad. Es hat ja jetzt noch 20 Grad. Okay, es ist minimal kühler. 28 Grad, aber wenigstens wegen, maybe. Oh, Freitag wird schon kühler, nicht erst am Wochenende. Aber ab Montag sofort wieder 28. Halt, stopp! Die Musik hat sich geändert. Das ist ein neues Biom betreten, Wüste. Das bedeutet, meine Rüben funktionieren nämlich nicht. Ich könnte jetzt Kaktus oder Mais anbauen. Wir brauchen Essen, also den Mais. So. Oh, es ist zu dürr. Das heißt, hier brauche ich eh keinen reinmachen. Dann hat sich das jetzt aber gerade erledigt mit, den Wassertank bauen, bevor wir in der Wüste sind. So, dann haben wir jetzt aber 2 neue Leute. Die stelle ich hier rein. Dann habe ich 5 Leute im Arbeiterposten. Oh, das wäre super. Von 32 auf 26. Hier 26, komm vorbei. Oh, warte. Okay, meine Kräuter funktionieren dann auch nicht. Für die Pilze ist es auch zu warm. Dann stelle ich euch einfach so ein. Dann geht jetzt einfach alle kochen.